Auserwählter, hinter der Planetenparade im Juni steckt eine tiefe und bedeutungsvolle Bedeutung, die du vielleicht nicht kennst. Das Verständnis der Nachwirkungen ist nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Mitmenschen von entscheidender Bedeutung. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, was sie nach einer Planetenangleichung erwartet und was zu tun ist. Eine Planetenausrichtung tritt auf, wenn sich mehrere Planeten in unserem Sonnensystem einer Seite der Sonne nähern. Dieses einzigartige Ereignis geschieht aufgrund der spezifischen Umlaufbahnen und Positionen der Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne liegen nicht alle in derselben Ebene, aber von der Erde aus betrachtet scheinen sie manchmal ausgerichtet zu sein. Diese Ausrichtungen sind visuell atemberaubend und wissenschaftlich bedeutsam. Beginnen wir mit der Ausrichtung für den Monat Juni 2024. Während dieser Zeit scheinen 6 Planeten, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, in einer geraden Linie am Himmel zu stehen. Obwohl sie im Weltraum immer noch Millionen Kilometer entfernt sind, ist das Phänomen selten und kann mit bloßem Auge beobachtet werden. Während ein Teleskop oder ein Fernglas das Erlebnis verbessern kann, ist die Ausrichtung der Planeten aus mehreren Gründen von Bedeutung. Aus spiritueller Sicht werden Planetenkonstellationen als Momente der Harmonie und Einheit innerhalb des Universums angesehen. Es wird angenommen, dass die Ausrichtung der Planeten die Energien der Erde beeinflusst und sich sowohl auf den Planeten als auch auf seine Bewohner auswirkt. Solche Ereignisse werden oft als günstige Zeiten für Meditation, Besinnung und spirituelle Praktiken angesehen. Planetenausrichtungen haben eine tiefe spirituelle Bedeutung und symbolisieren Harmonie und Einheit zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, und dem individuellen Bewusstsein des Mikrokosmos. Es wird angenommen, dass diese himmlischen Ereignisse eine Brücke zwischen riesigen kosmischen Energien und unseren eigenen persönlichen spirituellen Erfahrungen schlagen. Wenn die Planeten ausgerichtet sind, erzeugen sie einen konzentrierten Energiefluss, der unsere Gedanken, Gefühle und unser spirituelles Wachstum beeinflussen kann. Für diejenigen, die spirituell eingestimmt sind, ist es von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung der Planetenausrichtung zu erkennen. Diese Ereignisse werden als kraftvolle Gelegenheiten für Erkundung, Wachstum und spirituelle Transformation angesehen. Jeder an einer Ausrichtung beteiligte Planet trägt seine eigene einzigartige Energie und Symbolik in sich und trägt so zum Gesamteinfluss auf unsere spirituelle Reise bei. Merkur wird beispielsweise mit Kommunikation und Intellekt assoziiert, Mars mit Handeln und Verlangen, Jupiter mit Expansion und Weisheit, Saturn mit Disziplin und Struktur, Uranus mit Innovation und Veränderung und Neptun mit Spiritualität und Mitgefühl. Besonders bedeutsam ist die Konstellation vom Juni 2024 mit Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Diese Begegnung schafft ein glückverheißendes Fenster, um unsere spirituellen Praktiken zu vertiefen und Einblicke in unser inneres Wesen zu gewinnen. Die vereinten Energien dieser Planeten können uns dabei helfen, unsere persönlichen Bestrebungen auf ein höheres Ziel auszurichten und ein Gefühl der Einheit und Verbundenheit zu fördern. Während solcher Angleichungen berichten viele Menschen von einer gesteigerten Intuition, lebhaften Träumen und einem größeren Gefühl spirituellen Bewusstseins. Dies liegt daran, dass die Ausrichtung als Kanal fungiert, der die Energien des Kosmos direkt in unser Bewusstsein leitet. Planetare Ausrichtungen wirken als kraftvolle Katalysatoren für spirituelle Erfahrungen, die das Wissen und das Heilungsbewusstsein bei spirituell sensiblen Menschen, die oft als Auserwählte bezeichnet werden, beschleunigen. Diese Personen besitzen eine erhöhte Sensibilität gegenüber kosmischen Energien und spielen eine entscheidende Rolle bei der Verankerung dieser Energien, um die Ausrichtung auf den planetaren Aufstieg zu erleichtern. Bei einer Planetenausrichtung verbinden sich die Energien der ausgerichteten Planeten zu einer einzigartigen und kraftvollen Kraft. Diese Kraft kann die Schleier zwischen den Dimensionen verdünnen und so den Zugang zu höheren Bewusstseinszuständen und spirituellen Bereichen erleichtern. Für die Auserwählten stellt dieser Zeitraum eine bedeutende Gelegenheit dar,
ihre spirituellen Praktiken zu vertiefen und ein beschleunigtes Wachstum zu erleben. Sie sind möglicherweise offener dafür, göttliche Führung zu empfangen, tiefgreifende Offenbarungen zu erleben und Klarheit über die Ausrichtung ihres spirituellen Weges zu gewinnen. Jeder der Planeten bringt eine bestimmte Art von Energie mit sich, die er enthält. Merkur mit seiner auf Kommunikation und Intellekt ausgerichteten Energie, Mars mit seiner Handlungskraft und seinem Verlangen, Jupiter mit seiner Expansion und Weisheit, Saturn mit seiner Disziplin und Struktur, Uranus mit seiner Innovation und Veränderung und Neptun mit ihrer Spiritualität und Mitgefühl ergeben zusammen eine kraftvolle Synergie, die für spirituelles Wachstum genutzt werden kann. Diese Ausrichtung im Juni 2024 ist besonders kraftvoll und bietet ein glückverheißendes Fenster, um tiefe Einblicke zu gewinnen und unser inneres Wesen mit dem Kosmos in Einklang zu bringen. Die Gesamtwirkung der Planetenausrichtung hängt von den kombinierten Energien der beteiligten Planeten ab. Merkur verbessert beispielsweise die Kommunikation und das Verständnis, Mars steigert Motivation und Antrieb, Jupiter erweitert unser Bewusstsein und unsere Weisheit, Saturn sorgt für Disziplin und Konzentration, Uranus fördert Innovation und Veränderung und Neptun vertieft unsere spirituelle Verbindung und unser Mitgefühl. Die Auserwählten spielen mit ihrer angeborenen Fähigkeit, diese Energien zu spüren und mit ihnen zu arbeiten, bei solchen Angleichungen eine entscheidende Rolle, da sie als Kanäle fungieren, die hochfrequente Energien vom Kosmos zur Erde leiten. Die Ausrichtung der äußeren Planeten Uranus und Neptun bedeutet eine Zeit tiefgreifender spiritueller Transformation und Erwachens. Diese Planeten, die für ihre tiefen und transformativen Energien bekannt sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Veränderung des individuellen und kollektiven Bewusstseins während ihrer Ausrichtung. Uranus mit seiner Fähigkeit, Innovation und Veränderung zu fördern und Neptun mit seiner spirituellen Verbindung und seinem Mitgefühl schaffen zusammen eine kraftvolle Synergie, die zu tiefgreifender Transformation und spirituellem Erwachen auf globaler Ebene führen kann. Diese Zeit ist eine bedeutende Chance für alle, insbesondere für die Auserwählten, die ihre Fähigkeiten nutzen können, um diese kosmischen Energien in der Erde zu verankern. Dadurch erleichtern sie spirituelles Wachstum und Transformation für alle. Die Planetenkonstellation im Juni 2024 bietet ein glücksverheißendes Fenster, um unsere spirituellen Praktiken zu vertiefen, tiefgreifende Einsichten zu gewinnen und unser inneres Wesen mit dem Kosmos in Einklang zu bringen und so ein Gefühl der Einheit und Verbundenheit mit dem Universum zu fördern. Uranus, der Planet der Innovation und des Wandels, bringt plötzliche und unerwartete Veränderungen mit sich. Er ermutigt uns, uns von alten Mustern, Überzeugungen und Einschränkungen zu befreien. Die Energie von Uranus ist störend, aber notwendig für das ungenutzte Wachstum in uns. Während der Ausrichtung kann der Einfluss von Uranus zu Momenten der Klarheit und des Verständnisses führen und uns helfen, unser Leben und die Welt in einem neuen Licht zu sehen. Neptun hingegen ist der Planet der Träume, der Intuition und der spirituellen Verbindung. Seine Energie ist subtil und tief und erhöht unsere Fähigkeit, Zugang zu höheren Bewusstseinszuständen und spirituellen Wahrnehmungen zu erhalten. Neptun löst die Grenzen zwischen dem physischen und dem spirituellen Bereich auf und ermöglicht uns den Zugang zu tieferen Ebenen des Verständnisses und Mitgefühls. Während der Ausrichtung kann der Einfluss Neptuns unsere Intuition stärken und es uns leichter machen, uns mit unserem inneren Selbst und dem Göttlichen zu verbinden. Die Anwesenheit der inneren Planeten Merkur und Mars sowie der äußeren Planeten Jupiter, Uranus und Neptun bietet eine einzigartige Gelegenheit, materielle Ambitionen mit spirituellen Bestrebungen in Einklang zu bringen. Diese Ausrichtung ermutigt uns, praktische Handlungen mit höheren spirituellen Absichten zu verbinden und so einen ganzheitlichen Lebensansatz zu fördern. Merkur, der sonnennächste Planet, regiert Kommunikation, Intellekt und alltägliche Interaktionen. Seine Energie hilft uns, klar zu denken, uns effektiv auszudrücken
und unseren Alltag agiler zu meistern. Während der Ausrichtung erleichtert Merkur die praktische Entscheidungsfindung. Der Mars, bekannt für seine dynamische und durchsetzungsfähige Energie, bestimmt unseren ehrgeizigen Antrieb und unser körperliches Handeln. Er ermutigt uns, die Initiative zu ergreifen und unsere Ziele entschlossen zu verfolgen. Während der Ausrichtung unterstützt die Marsenergie die Manifestation unserer spirituellen Bestrebungen in greifbarer Form und drängt uns dazu, auf der Grundlage unserer spirituellen Erkenntnisse zu handeln und reale Veränderungen vorzunehmen, die unser inneres Wachstum widerspiegeln. Die äußeren Planeten, darunter Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, bringen tiefe, expansive Energien in Einklang. Jupiters Einfluss bringt umfassende Weisheit und Optimismus mit sich und ermutigt uns, über unsere unmittelbaren Umstände hinauszuschauen und eine umfassendere Vision anzunehmen. Saturn bietet Disziplin und Struktur und hilft uns, unsere Erkenntnisse zu festigen und dauerhafte Veränderungen umzusetzen. Uranus treibt uns mit seiner disruptiven Energie dazu, Innovationen zu entwickeln und Dinge aufzugeben, die uns nicht mehr dienen. Neptun vertieft letztendlich unsere spirituelle Verbindung und macht uns empfänglicher für kosmische Energien und universelles Mitgefühl. Diese Planetenausrichtung im Juni 2024 schafft ein glücksverheißendes Fenster, um unsere materiellen Ambitionen mit unseren spirituellen Bestrebungen in Einklang zu bringen und so tiefes spirituelles Wachstum und ein besseres Verständnis unseres Platzes im Universum zu fördern. Saturn sorgt für Struktur, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein und hilft uns, unser spirituelles Verständnis auf praktische und nachhaltige Weise zu verankern. Jupiter und Saturn stehen im Mittelpunkt und signalisieren eine Zeit des kollektiven Wachstums und des sozialen Wandels. Soziale Strukturen und Glaubenssysteme kommen zusammen, um groß angelegte Veränderungen und Entwicklungen anzuregen. Jupiter, der Planet der Expansion und Weisheit, ermutigt uns, unseren Horizont zu erweitern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Seine Energie ist optimistisch und expansiv und ermutigt uns mutig, während der Ausrichtung zu erforschen und zu wachsen. Der Einfluss von Jupiter fördert den Entdecker- und Wachstumsgeist und treibt uns dazu, unsere Träume zu verwirklichen. Während der Ausrichtung erinnert uns Saturns Einfluss daran, wie wichtig harte Arbeit, Ausdauer und Integrität für das Erreichen unserer Ziele sind. Er ermutigt uns, praktische Schritte zu unternehmen, um unsere Wünsche zu verwirklichen und dauerhafte Veränderungen in der Welt herbeizuführen. Jupiter und Saturn bilden zusammen ein dynamisches Duo, das uns zu einer harmonischeren und gerechteren Gesellschaft führt. Ihre Ausrichtung geht oft mit bedeutenden Veränderungen im kollektiven Bewusstsein und in den sozialen Strukturen einher. In dieser Zeit entstehen visionäre Führer, neue philosophische Prinzipien, Bewegungen und die Umsetzung fortschrittlicher Richtlinien zur Förderung von Gleichheit und Nachhaltigkeit. Uranus und Merkur vereinen sich und läuten eine Welle der Innovation und des Wandels ein. Diese dynamischen Planeten, die für ihre prägende Energie und ihren schnellen Intellekt bekannt sind, kommen zusammen, um Durchbrüche anzuregen und die Art und Weise, wie wir denken und kommunizieren, zu revolutionieren. Uranus, der Planet der Innovation und Befreiung, elektrisiert die Umwelt mit seiner radikalen Energie, stellt den Status quo in Frage und verschiebt die Grenzen des Möglichen. Während der Ausrichtung weckt der Einfluss von Uranus kreative Einsichten und revolutionäre Ideen und ermutigt uns, neue Ansätze zur Lösung von Problemen zu verfolgen. Merkur, der Planet der Kommunikation und der Intelligenz, verbessert unsere Fähigkeit, Ideen und Informationen auszutauschen. Ihre Energie ist agil und anpassungsfähig und erleichtert Verbindungen und den Informationsfluss. Während der Ausrichtung verstärkt der Einfluss von Merkur unsere Fähigkeit, klar zu denken und effektiv zu kommunizieren, sodass wir unsere innovativen Ideen mit der Welt teilen können. Gemeinsam entfachen Uranus und Merkur einen Funken Inspiration und Kreativität und katapultieren uns in eine Zukunft voller Möglichkeiten.
Ihre Ausrichtung fällt oft mit Fortschritten in Technologie, Wissenschaft und Kultur sowie Veränderungen in gesellschaftlichen Einstellungen und Überzeugungen zusammen. Zu guter Letzt Neptun. Für einige mag es nur ein weiterer Planet sein, aber für die Auserwählten ist Neptun einer der wichtigsten. Neptun erweist sich als Leuchtfeuer spirituellen Wissens und bietet Mitgefühl an und fördert eine tiefe Verbindung mit dem Göttlichen sowie Empathie und Verständnis innerhalb der Gemeinschaft. Neptun, der Planet der Träume, der Intuition und der spirituellen Erleuchtung, strahlt seine ätherische Energie auf uns aus und lädt uns ein, das Innenleben unserer Seelen zu erkunden. Sein Einfluss steigert unsere spirituelle Sensibilität und vertieft unsere Verbindung zu unsichtbaren Bereichen. Während der Ausrichtung hüllt uns Neptuns Energie in einen Schleier aus Mystik und Transzendenz und öffnet unsere Herzen und unseren Geist für die unendlichen Möglichkeiten des Kosmos. Der Einfluss von Neptun stärkt unsere Intuition und unsere übersinnlichen Fähigkeiten und ermöglicht uns den Zugang zu höheren Bewusstseinszuständen und den Empfang göttlicher Führung. Um die Energie der Ausrichtung optimal zu nutzen, können Sie folgende praktische Schritte unternehmen. Meditieren Sie, um sich mit den Energien der Planeten zu verbinden. Beruhigen Sie Ihren Geist, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und stellen Sie sich vor, wie Sie die kosmischen Schwingungen absorbieren. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Absichten mit dem Universum in Einklang zu bringen und auf Ihre innere Weisheit zuzugreifen. Führen Sie während dieser Zeit ein Tagebuch, um Ihre Gedanken, Ziele und Überlegungen festzuhalten. Das Schreiben kann Ihnen helfen, auf Ihrer spirituellen Reise Klarheit und Wissen zu erlangen. Verwenden Sie Ihr Tagebuch, um alle Erkenntnisse und Erfahrungen zu dokumentieren, die Sie während der Ausrichtung gemacht haben, sodass Sie Ihren Fortschritt und Ihr Wachstum im Laufe der Zeit verfolgen können. Wenn Sie dies noch sehen, möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat und Sie mehr sehen möchten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Abonnieren.